Also Freunde, ich gehe gleich auf das Deutschland gegen Ukraine Spiel. Das Lustige daran ist, die Tickets sind gecrackt oder gehackt. Also auf jeden Fall nicht originale Tickets. Meine Mission für heute, ich will gucken, ob wir damit reinkommen oder nicht. Deswegen warte ich gerade auf meinen System Engineering Meister, System Engineer. Auf jeden Fall hat er die Tickets besorgt, er ist der Mann. Und die Mission ist gleich, ob wir ins Weserstadion reinkommen hier in Bremen. Deutschland spielt ja gegen Ukraine, ein bisschen aufgeregt. Gucken mal, ob die Mission klappt, ob wir so reinkommen. So Freunde, heute Special Mission. Wir gehen zum Spiel Deutschland gegen Ukraine. Freundschaftsspiel in Bremer Weserstadion. Mit dem guten System Engineer hier. Oh yes. Das Coole jetzt an der Sache ist, hört zu Freunde, wir sind natürlich Sparfüchse und wollen kein Ticket zahlen. Deswegen hat unser Mann hier was Gutes sich ausgedacht. Wir haben uns einfach Tickets ermogelt. Gescannt, erklont, einfach erstellt, erschaffen, auf jeden Fall nicht bezahlt. Die Mission ist jetzt, und ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob wir damit gleich reinkommen ins Stadion. Ich halte auf dem Laufenden, gucken gleich, wenn ich dann drin bin, filme mich weiter, wenn es nicht, dann ist die Mission gescheitert. Aber das für die Nachwelt, da wird was Cooles kommen, wenn wir es geschafft haben. Oh yes. Freunde der Sonne, wir sind drinnen. Dreimal dürft ihr raten, für wen? Also ich muss euch sagen, es ist wirklich hammergeil, es ist wirklich ein geiles Gefühl. Wir sind drin. Ich kann echt nur sagen, imagine man zahlt für ein Ticket, Digga. Also ich habe jetzt 90 Minuten pures Entertainment for free. Wahnsinn! Ich sehe schon, es gab gar keine Applaudierung, weil alle filmen, aber völlig zu Recht. Einfach Yannick Freestyle getroffen. Yannick Freestyle. Riesen Applaus, weiter geht's. Wir wollen noch mehr sehen. Auf geht's. Mein Mucke C-Influencer. So, alle von euch, die früh ins Weserstadion gekommen sind, jetzt noch zum ersten Mal. Freunde der Sonne, es hat einfach geklappt. Ich komme selber nicht raus. Es hat einfach geklappt. Ich bin einfach der Beste. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber es hat einfach geklappt. Es ist einfach geil. Wir sind drinnen, das ist das Wichtigste. Es ist einfach die geilste. Meine Prognose für heute, 2-0 Deutschland. Und ich sage, Füllkrug macht 2 Tore. 2-0 Deutschland, Füllkrug macht 2. Also Zwischenstand, Halbzeit, Deutschland 2-1 zurück. Meine Prognose war zwar 2-0 für Deutschland, aber hat nicht zugetroffen. Das Ding ist, Ukraine sehr gut, Deutschland spielt mal wieder Handball. Ich weiß es nicht, Digga. Es ist geisteskrank. Ich hoffe, die machen noch mindestens 2 Tore. Freunde, Fazit, Spiel zu Ende. Deutschland 3-3 gespielt gegen Ukraine. Ich muss sagen, erster Tag am Stadion war ganz gut. Mein erster Tag im Stadion war cool, Atmosphäre war witzig, war cool. Aber Deutschland hat ein bisschen irgendwie Handball vorne gespielt am Tor. Der, ich muss sagen, da ging mehr. Ende ist irgendwann Musiala eingewechselt worden, war cool. Der hat fast gerissen. Ich muss sagen, im Endeffekt, Dusty Friends hat mich 0 Euro gekostet. Wir haben es einfach geschafft, in das Stadion, in das Spiel reinzukommen, ohne wirklich für das Ticket zu bezahlen. Das hat einfach geklappt mit dem Ticket hier. Ich habe keinen Cent bezahlt. Es ist geisteskrank. Ich finde die Erfahrung mega witzig. Ansonsten ein cooles Spiel gewesen. Erster Tag im Stadion so. War ganz cool. Haben mir Pommes rot-weiß gegönnt. Ja. Das ist ein Youngblock. Ich bin Youngman. In diesem Sinne, Freunde der Sonne. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Pew.